Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist René Wengelewski und in dem heutigen Video geht es um den ZATS von Amazon. So, und ich habe heute den absoluten Spezialisten aus der Düngetechnik von Amazone dafür wieder hier auf dem Ort. Was heißt wieder? Aber der eine oder andere kennt ihn von meinem Kanal wahrscheinlich schon, weil wir den ZATS bei den Creator Day schon einmal grob durchgegangen sind. Und jetzt haben wir den heute hier im direkten Vergleich gegen unseren Amazone ZAV. Für die Leute, die dich nicht kennen, Johannes, stell dich doch einmal bitte kurz vor. Ja, moin. Wie du schon gesagt hast, mein Name ist Johannes. Ich bin bei Amazone verantwortlich fürs Produktmarketing der Düngetechnik. Heißt einfach, ja, der absolute Experte, wenn es um die Düngetechnik bei Amazone geht. Genau, und du hast hier einen riesen Becher mitgebracht. Genau. Wir haben uns auf den Creator Days den Streuer ja schon einmal kurz angeguckt und einmal grob umzugelaufen. Ist der das sogar von den Creator Days? Ja, das ist genau derselbe. Alles klar, okay. Und für mich auf jeden Fall sehr interessant, weil wir haben selber halt, wie gesagt, den ZAV hier. Und der ZATS bietet doch noch einige Features mehr. Unter anderem halt, ja, kommen wir gleich drauf, die verschiedenen Sachen, die uns auf jeden Fall sehr reizen würden, vielleicht irgendwann mal auf einen ZATS umzusteigen. Und hier bei dem ZATS, der jetzt hier steht, haben wir ja die Besonderheit, dass er auf jeden Fall schon mal auf 5000 Liter erweitert wurde. Wir kriegen den von 1400 bis genau. 5000? 1400 bis 5000 Liter. Die 5000 jetzt ja ganz neu auf Aritechnica vorgestellt. Im Endeffekt so, wie er hier steht. Vielleicht können wir einmal grob einordnen oder wo ihr diesen Steuer einordnet in eurer kompletten Serie und was da für Besonderheiten dran sind. Genau, ja, der ZATS, wie er jetzt hier steht, ist natürlich unser absoluter Präzisions- und Profistreuer, gerade hier in dieser Klasse, 5000 Liter, von oben bis unten gespickt mit allen digitalen Technologien, die wir da anbieten können. Mhm. Auf jeden Fall der Oberklasse Profistreuer. Wir kriegen den ZATS aber auch, wie du schon gesagt hast, deutlich kleiner, mit bis zu 1400 Litern und auch ohne diese ganzen Sensorsysteme. Es ist im Endeffekt unser präzisester Düngerstreuer, den wir eben umfänglich ausstatten können. Jetzt deinen ZAV, den wir da vorne sehen, der gliedert sich eben eine Stufe darunter an. Ja. Viele Komponenten sind gleich. Man sieht es schon, der ist jetzt schon ein paar Jährchen älter. Ich sage immer grundsätzlich, alles was grün und orange ist, ist bei beiden Maschinen komplett identisch. Ja, man sieht schon, selbe Abstellvorrichtung da zum Rumtreten, selber tiefgezogener Behälter. Der ZATS 3200 sieht auch genauso aus. Klar, jetzt, wir sind ein paar Jahre weiter, mittlerweile haben wir LED-Beleuchtung und natürlich hier und da ein kleines Facelift gemacht. Aber das Grundgerät ist das gleiche. Der riesige Unterschied, und das ist ja auch das, worauf es ankommt beim Düngerstreuer, ist im Endeffekt hier in diesen 30 Zentimetern im Streuwerk. Und ja, das können wir uns jetzt gerne mal im Detail sonst angucken. Ja, gerne, auf jeden Fall. Das heißt, das ist jetzt auf jeden Fall schon mal euer High-End-Streuer sozusagen. Also das ist die Speerspitze bei den angebauten Streuern, bevor es dann zu den gezogenen kommt, so ungefähr, ne? Genau, also mehr geht nicht. Ja. Und auch beim gezogenen Streuer haben wir zwar noch den gezogenen ZGTS. Ja. Er ist einfach nur größer. Von der Technologie ist es aber eigentlich genau das Gleiche. Ja. Eine Frage habe ich noch zu der Bezeichnung. ZATS 5000, 5000 ist es klar, haben wir geklärt. Wofür steht ZATS? Zentrifugal-Anbaustreuer? Oder? Genau, ZA, Zentrifugal-Anbaustreuer. Ja. Und die gezogenen heißen ja ZG, ist dann Zentrifugalstreuer gezogen. Und TS, bedeutet das irgendwas oder einfach nur? Auf jeden Fall. TS steht für unser TS-Streuwerk. Ja. Das ist ja auch die Besonderheit oder das Innovative an der Maschine. Hier unser TS-Streuwerk mit eben dieser Auto-TS-Grenzstreueinrichtung. Kommen wir ja bestimmt später noch drauf. Da kommt eben der Name her. Alles klar, okay. Gut, aber wenn wir jetzt einmal von oben nach unten sozusagen anfangen bei diesem Streuer. Ja. Was mich schon immer interessiert, wenn wir den jetzt in der 3-Punkt haben, klar, Reifendrücke müssen gleich sein, Unterlenker und so weiter, gleiche Höhe, alles klar. Der hat ja sogar eine Wasserwaage drin, die wir später noch sehen. Was für eine Anbauhöhe muss ich bei diesem Streuer haben? Genau, grundsätzlich sagt man ungefähr 80 cm über dem Boden. Ja. Das kriegen wir natürlich nur bei der ersten Düngegabe hin. Ja, genau. Das Besondere eben auch wieder hier bei unserem Streuern ist beim ZAV aber genau das Gleiche. Wir sind da ziemlich unempfindlich, was die Anbauhöhe angeht. Man kennt es vielleicht von früher, wo man den Streuer wirklich exakt einstellen muss. Das müssen wir hier
in Bezug auf die Neigung und die Höhe nicht mehr, weil, wenn du dir das mal hier hinten anschaust, wir nennen das Kicker. Wir sehen ja richtig diese Rampe hier hinten. Das heißt, wir geben den Dünger richtig hoch ab. Wir lupfen den quasi ein Stück weit an. Ja. Und kannst du dir ja vorstellen, der fliegt eh mehrere Meter hoch. Und dadurch ist es im Endeffekt egal, ob der Streuer jetzt auf 70 Zentimeter oder 1,10 Meter gefahren wird. Ja. Du guckst gerade rüber. Ja, ich wollte gerade sagen, bei uns sieht es noch ein bisschen anders aus. Also aber du siehst, der ist eigentlich dasselbe Prinzip. Ja, genau. Geht auch nach oben. Und das ist der Riesenvorteil. Die Höhe ist eigentlich egal. Genauso auch der Winkel. Ja. Weil, kennst du ja auch, gerade hier bei 5000 Liter, wenn der voll ist, ja, wenn der leer ist, verändert sich der Winkel. Ist also relativ egal. Ja. Trotzdem natürlich immer darauf achten, dass er möglichst gerade angebaut ist. Ja, okay. Gut, wenn wir hier einmal oben anfangen. Wir haben ja jetzt bei beiden hier auf jeden Fall eine Plane oben drauf. Unterschied ist natürlich, hier haben wir noch einen Hebel dran bei unserem ZAV. Das ist hier jetzt anders, ne? Genau, also wir kriegen hier auch einen Hebel. Aber gerade bei der Maschine bietet es sich natürlich an, das bequem über das Steuergerät zu machen. Ja. Ist bei beiden aber möglich. Wir können ja einmal kurz hier grob umzugehen. Einmal eben kurz ganz drauf, dann seht ihr, was das für ein Riesenbecher ist. Also wirklich Wahnsinn. Mit so einem 724 ist das schon mal ein anderer Schnack. Ne? Das ist schon ein Riesenapparat. Und da oben sieht man dann halt die Schläuche, die an die Plane gehen, dass wir die hydraulisch öffnen können. Was haben wir sonst noch für Anschlüsse hier, Johannes? Genau, Load Sensing haben wir jetzt hier angeschlossen und dann natürlich ein Steuergerät für die Plane und eins hinten für den Border TS Schirm, kommen wir noch zu. Ja. Warum ist die Plane nicht auf dem Load Sensing? Da haben wir uns auch was bei gedacht. Häufig wird der Streuer ja vielleicht auch mit dem Gabelstapler mal gereinigt oder mit dem kleinen Hofschlepper. Ja. Dann brauche ich eben nicht ins Isobus etc., sondern kann einfach über das Steuergerät die Plane öffnen. Ja, okay, wenn ich vorne am Stapler irgendwie Anschlüsse habe oder sowas. Ja. Genau. Dann, wenn es weitergeht, haben wir da oben ja nochmal hier so eine, sieht fast aus wie eine Antenne oder sowas. Das ist der Wind Control, richtig? Richtig, Wind Control, der ist jetzt ausgefahren und damit messen wir offensichtlich über der Schlepperkabine und über dem Streuer Windgeschwindigkeit und Windrichtung. Ja. Man merkt schon, heute ist auch ganz schön windig, wir haben uns hier dick angezogen. Ja. Wir würden ja gerne aufs Feld fahren, wenn es von der Befahrbarkeit ginge. Ja. Aber wir haben ja gerade das Problem, im Frühjahr ist es immer windig. März, April, wenn wir aufs Feld wollen. Und damit können wir eben während der Fahrt die Windrichtung erkennen und auch die Windstärke und online gegenregeln und auch bei Winddünger streuen. Wie funktioniert das? Also er hat ja jetzt da oben so einen Pilz drauf. Ich denke, ganz im Detail darfst du natürlich nicht drauf eingehen, aber da ist ja jetzt oben dieser weiße Pilz drauf. Und wie muss man sich das vorstellen? Also er erkennt Windrichtung und Windgeschwindigkeit, ja? Genau, das ist ein Windsensor, der auch in der Schifffahrt verwendet wird. Ja. Also der erkennt die Windgeschwindigkeit. Fahrtgeschwindigkeit vom Trecker wird ausgerechnet. Sehen wir bestimmt später noch, wenn wir mit der Maschine arbeiten. Ja. Wird uns im Terminal dann angezeigt. Zum Beispiel, wir haben jetzt 6 Meter pro Sekunde Seitenwind. Ja. Und da streut dann der Streuer mit Streuscheibendrehzahl und Aufgabepunkt, arbeitet eben dagegen und drückt wortwörtlich den Streufächer in den Wind und kann es kompensieren. Ich bin echt gespannt, wie gut das funktioniert. Ich meine, also auf den ersten Blick oder wenn man das erst hört, denkt man ja vielleicht an Küsten oder so interessant. Aber auch bei uns oder ich sag mal gerade bei uns, auch wenn ich nur am Wochenende zum Teil da bin oder mir Urlaub nehme, um eben sowas durchzuführen, ist man natürlich auch immer aufs Wetter ein bisschen angewiesen. Und wenn man dann doch noch mal ein bisschen streuen kann, wenn ein bisschen mehr Wind ist, auch charmant, ne? Ja, man merkt es ja gerade heute, ist auch wieder total windig. Ja. Und sehen wir, denke ich, alles später. Wir haben auch eine Ampel. Wir nennen das Windkontrollampel. Ja. Die zeigt uns dann farblich an. Wir können natürlich nicht zaubern, sage ich immer, also die Physik außer Kraft setzen. Wenn es zu windig wird, kommen wir an die technischen Grenzen. Ja. Und dann sagt uns die Ampel quasi rot, fahr besser nach Hause und mach morgen weiter. Ja gut, und ansonsten hier anbautechnisch und so weiter sieht er ja komplett aus wie unser ZAV. Man fragt sich immer, wo die ganze Elektronik und so weiter ist, wenn man da nur so einen Block sieht, wo die Load-Sensing-Anschlüsse rangehen. Der Rest ist komplett versteckt. Man fragt sich, wo überhaupt das Gedächtnis und das Gehirn von diesem Teil ist. Echt Wahnsinn. Und ansonsten von außen ja erstmal soweit gleich, gleiche Schaufenster und so weiter. Das ist alles ja gleich geblieben. Designtechnisch ein bisschen angepasst, sagtest du schon. Wir sehen jetzt hier, wenn wir ein bisschen weiter runter gehen, noch, dass hier Arbeitsscheinwerfer dran sind. Das sind aber ja nicht nur einfache Arbeitsscheinwerfer, ne?
Genau, das ist unser Befüllmanagement. Aber vielleicht vorweg, du sagtest gerade, wo ist die ganze Technik eigentlich? Die können wir nämlich nicht sehen. Die ist hier im Rahmenrohr untergebracht. Ja. Der ist quasi komplett hohl. Weil wir die Maschine tauchen, können wir das nutzen, weil da überall Lack hinkommt. Ja. Und deswegen der Jobrechner, Kabelbaum etc., Neigungssensor sitzt alles hier hinter. Ja. Geschützt vom Dünger. Die sind doch sogar durch die KTL-Anlage und nochmal pulverbeschichtet, die Streuer, oder? Richtig. Das machen wir jetzt seit 2022. Ja. Heißt, erst tauchen, damit wirklich überall Lack ist, kann man sich ja vorstellen. Und im zweiten Schritt werden die dann nochmal gepulvert. Warum machen wir das Ganze? Gerade bei diesen Streuern, die auf hohe Arbeitsbreiten gehen, ist natürlich enorm viel Energie im Korn. Ja. Das sind wie kleine Kanonenkugeln. Ja. Und da ist einfach die Pulverbeschichtung ein bisschen strapazierfähiger und sieht noch mal ein bisschen hochwertiger aus. Man kennt es ja auch aus der Automobilindustrie. Und dadurch machen wir jetzt hier quasi die Kombination von beiden Verfahren. Und ihr gebt auch 7 Jahre Garantie, glaube ich, drauf, ne? Genau. Ja. Nicht schlecht. Ich gehe mal einmal kurz hier nach hinten, dann sieht man den Steuer noch mal ein bisschen besser. Genau. Ich wollte dich aber nicht unterbrechen. Ja, ach, alles gut. Genau, wir waren bei den Arbeitsscheinwerfern. Ist auch gleichzeitig eine Befüllhilfe, richtig? Genau. Du hast es, glaube ich, schon mal in deinem Video von der Precea gezeigt. Genau, die gleiche Idee. Ich gebe im Terminal ein, dass ich vielleicht für meinen letzten Schlag nur noch 1000 Kilo brauche. Dann fangen die langsam an zu blinken, blinken dann immer schneller und am Ende weiß ich, Schippe hoch, Big Pack zu, wie auch immer. Ich habe meine Sollfüllmenge erreicht. Ja, wo wir bei dem Thema sind, vielleicht könnt ihr nochmal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Ganze sehen wollt. Ob ihr das Ganze wie in den letzten Jahren auch quasi während des Arbeitsablaufes alle Sachen sehen wollt oder spezielle Videos zu den jeweiligen Themen, dann würde ich das einrichten. Also gerne einmal dazu Bezug nehmen. Der hat ja, soweit ich weiß, so ziemliche Vollausstattung. Also Arbeitsscheinwerfer auch im Tank. Genau. Innentankbeleuchtung. Einzige, was er nicht hat, was ich schon gesehen habe, ist die Rückfahrkamera. Aber die habt ihr auch erst seit kurzem bei euch überhaupt mit im Sortiment, ne? Genau, die ist relativ neu im Programm, weil wie du schon gesagt hast, bei deinem Trecker, wenn du aus dem Fenster guckst, siehst du herzlich wenig. Ja. Dann wird das natürlich mittlerweile Sinn machen. Aber du sagtest ja auch sowieso, dass das hier, glaube ich, so einer der ersten von denen in der Größe überhaupt ist und die ja noch gewissermaßen überarbeitet werden. Weil da hat vielleicht der ein oder andere auch schon gesehen, ist die normale Leiter dran oder normaler Ausstieg, den wir auch vom ZAV kennen. Und wenn man da oben in den Tank reinklettern will, was ich gestern schon versucht habe, um den Beipack rauszuholen, dann sind auch meine Beine nicht mehr lang genug. Aber das ändert sich auch noch ein bisschen zur Serie, ne? Dass genau. Da nochmal ein besserer Aufstieg reinkommt. Und, was ich auch eben ganz vergessen habe, dieser Streuer, für die, die es nicht wissen, das fand ich ganz interessant, dass Amazon da einen Post zu Agritechnica zugemacht hat, hat ja tatsächlich schon 6 Medaillen von der DLG bekommen, ne? Eine Goldmedaille für Argus Twin. Und dann nochmal 5 Silbermedaillen, jetzt zuletzt bei der letzten Agritechnica im Dezember nochmal für Curve Control, ne? Genau. Ich habe mir sogar noch einen Spickzettel gemacht, was das alles war. Das war für Argus Twin, Wind Control, Headland Control, Easy Check, Easy Mix und Curve Control. Also genau. Vielleicht kriegen wir das alles nochmal in den nächsten Videos mit eingebracht. Ja, also wie gesagt, bis auf Curve Control, das ist jetzt ja noch ganz neu als innovatives Thema vorgestellt, aber alles andere können wir eigentlich auch super in den Videos uns mal angucken und auch sehen. Im Tank, ich kann das nochmal einblenden, ist, glaube ich, das Gitter auch ein bisschen geändert worden. Bei unserem ZAV haben wir es, glaube ich, noch aus Metall. Ist das hier gummiert oder aus Kunststoff oder ähnliches? Das stimmt, guter Punkt. Genau, bei deinem ZAV aus Metall. Und in dem Zuge, wo wir die Lackierung überarbeitet haben, haben wir uns Gedanken gemacht, was können wir sonst noch verbessern. Mhm. Wir haben jetzt hier Kunststoffsiebe drin, also auch Säure- und UV-beständige Siebe, weil... Kennst du auch, bei einem Düngerstreuer, das erste, was durchrostet, ist das Sieb. Da fließt der ganze Dünger durch und deswegen sind die jetzt hier aus Kunststoff. Ja, okay. Jo, dann hier LED-Leuchten hast du schon gesagt. Sieht auf jeden Fall nochmal eine Ecke schicker aus. Was mir auch aufgefallen ist, dass hier auch so LED-Stripes unter sind. Was haben die zu sagen? Genau, das gehört zu deinem Beleuchtungspaket. Du hast es schon gesagt, im Tank, hier außen. Und die können wir eben auch anschalten, wenn wir hier abends die Maschine nochmal kontrollieren wollen, reinigen wollen. Ah, okay. Quasi eine Wartungsbeleuchtung, die hier den Bereich ausleuchtet. Hat aber nichts mit dem Argus Twin zu tun. Nee, das ist wirklich nur für dich, damit du was siehst im Dunkeln. Okay, gut. Jetzt kommen wir aber zu dem eigentlich interessanten Thema. Diesen Bereich, was du ja schon sagtest, dem ZATS oder dem TS-Streuwerk. Erzähl mal ein bisschen, denn wir sehen ein paar Veränderungen. Wir sehen andere Streuscheiben als bei unserem ZAV. Wir sehen dieses ganze Klimbim hier dran. Hinten ist noch mehr dran. Schieß einfach mal los. Also vielleicht bei den Streuscheiben, weil das ja das erstmal das, was ich sowieso brauche, sag ich mal. Ne? Genau.
fangen wir mal mit an, wie du schon gesagt hast. Das jetzt hier unsere TS-Streuscheiben. Da haben wir drei Stück, wie ja häufig bei Düngerstreuern, also TS10, 20, 30. Das ist jetzt hier die größte, mit der wir bis zu 54 Meter streuen können. Und wenn du die jetzt noch mit deinem ZAV vergleichst, ist sie natürlich deutlich höher, länger und nochmal massiver geworden. Ja. Weil wir einfach noch mehr Menge, wir können bis zu 650 Kilo pro Minute ausbringen. Ja. 54 Meter, das heißt im Feld, gerade bei größeren Flächen, wird da auch häufig mal mit 20 km/h oder mehr Dünger gestreut. Aber 54 Meter dann auch doppelte Überlappung. Sprich, genau. Der streut auf 108 Meter. Ja, also da muss man sagen, bei 54 gehen wir natürlich irgendwann auch mehr in die Trapezform. Mhm. Hängt immer vom Dünger ab, weil, wie du schon gesagt hast, grundsätzlich wollen wir immer oder streuen wir immer im Dreieck. Mhm. Wird natürlich bei 54 Metern dann irgendwann weniger. Ja, klar. Aber bei 36 zum Beispiel, da sind wir noch komplett im Dreieck. Okay. Was mir auf jeden Fall auch auffällt, dass wir hier ja noch die Streuschaufeln anpassen oder einstellen müssen. Anhand der App, ja, was wir für eine Einstellung ausgeschmissen kriegen für den Dünger. Was hier ja jetzt komplett entfällt, so wie das aussieht. Also hier haben wir die Streuschaufeln fest verbaut, korrekt? Genau, und das ist eigentlich auch der entscheidende Punkt. Also das ist der Riesenfaktor. Das kennen wir auch vom ZRM oder jetzt vom ZRV. Also einmal die Streuschaufeln einschalten. Funktioniert super, wir können den Streuer perfekt einstellen. Mhm. Aber es ist natürlich unmöglich, während der Fahrt das Streubild zu beeinflussen. Mhm. Weil wir ja nicht während der Fahrt die Scheiben verändern können. Mhm. Und um unsere ganzen Systeme, wie das Argus-System, das Wind-System, Section Control noch weiter zu optimieren, wollen wir während der Fahrt den Streufächer ändern. Ja. Und das können wir jetzt hier. Wenn du mal rumkommst, ja. Wie du schon gesagt hast, die sind hier fest verschraubt, also wir ändern hier nichts mehr an der Schaufel. Mhm. Aber hier oben diese Trichterspitze, dieser Edelstahlpart, der kann komplett verdreht werden. Das ist komplett eine Einheit, die dann den Aufgabepunkt verändert. Und das ist ja auch ein entscheidender Unterschied zu dem ZAV, wo wir eben den Aufgabepunkt nicht verändern können, ne? Ja, genau. Also hier haben wir jetzt die Möglichkeit, wie du hier siehst, das ist hier gelagert, diesen kompletten Edelstahltrichter, also wir nennen das die Bodengruppe, während der Fahrt zu verdrehen. Hier hinten ist der angesteuert mit einem Elektrozylinder, hier hinten, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Ja. Und damit verstellen wir jetzt das komplette Einleitsystem mitsamt Schieber und ganz wichtig mit dem Rührwerk. Hier außen geht das Rührwerk in die Maschine. Ja. Bei deinem ZAV. Zeig mal einen drauf. Hier außen ist ein elektrisches Rührwerk. Bei deinem ZAV ist das mechanisch. Ja. Also ist eine Welle. Auf beiden Seiten wird das Rührwerk immer gleich angetrieben. Ja. Weil wir jetzt hier die komplette Bodengruppe verdrehen, haben wir rechts und links ein eigenes Rührwerk, was elektrisch angetrieben ist. Dadurch können wir das Rührwerk auch seitenunabhängig, sobald der Schieber zu ist, ausschalten. Okay. Und bei Blockaden auch reversieren. Ja. Damit wir eben den Dünger noch weiter schonen und das nicht bei geschlossenen Schiebern immer weiter malt. Und das Rührwerk passt. Achso, genau, das wollte ich gerade fragen, genau. Ja, bei geschlossenen Schiebern, ja. Okay. Ja, gut. Genau, und dadurch, dass wir jetzt quasi während der Fahrt mit einem Elektromotor pro Seite den Aufgabepunkt verändern können, können wir eben während der Fahrt unser Streubild verändern, um dann solche, ja, vor allen Dingen digitalen Sachen wie Argus Twin, Wind Control, Section Control noch besser umzusetzen. Hier an der Scheibe, bevor wir zum Argus Twin kommen, ist mir aber noch was aufgefallen. Also wir haben ja zum einen hier jetzt die Streuschaufeln, aber hier ja noch diese Dinger davor. Erklär das nochmal eben. Ja, gut, dass du es sagst. Das ist im Endeffekt namensgebend. Wenn wir das hier sehen, das sind jetzt unsere Streuschaufeln für die volle Arbeitsbreite, also zum Beispiel 36 Meter. Ja. Und ich habe es ja gesagt, TS steht für unser Auto-TS-Grenzstreusystem. Und das ist genau das, was wir hier sehen. Diese kurze Schaufel hier vorne, man sieht ja, hier ist sie getrennt, ist jetzt hier auf Wartungsposition. Da fährt sie immerhin, wenn der Streuer aus ist. Im Feld fährt die ganz rüber. Das heißt, im Feld geht der Dünger über diese Schaufel. Mhm. Wenn wir dann unser Grenzstreuen aktivieren, fährt die Schaufel rüber und dann geht der Dünger nicht länger über diese lange Schaufel, sondern gleitet hier über diese viel kürzere Schaufel, steiler angestellt. Ja. Und dadurch, mit dieser ganz kurzen Schaufel, können wir natürlich dann ein optimales Grenzstreubild an der Feldgrenze erzeugen. Und die Einstellung hiervon, die schmeißt mir auch die App dann raus, ne? Genau, weil so eine Scheibe ja, in dem Fall geht die ja bis zu 54 Meter, ist ja der Abstand zur Grenze immer ein anderer. Ja. Da kannst du dann einmal auf deine Arbeitsbreite feinjustieren. Okay. Genau.
Sehr interessant auf jeden Fall. Das heißt, ich muss auf jeden Fall hier hinten auch nichts mehr groß einstellen, bis auf halt einmal da diesen kleinen Schieber, sage ich mal. Aber ansonsten wieder eine Fehlerquelle, die rausgeschmissen wurde, sagen wir so, ne? Genau, und dann kannst du das Ganze auch per Bluetooth an den Streuer schicken, dass du da auch im Terminal nichts mehr dich vertippen kannst. Das können wir bei unseren jetzt aktuell auch noch nicht. Bin ich auch mal gespannt, wie das funktioniert. Und gut, du sagtest ja gerade, dass diese Kombination aus langer und kurzer Schaufen das Umschalten Auto-TS ist und dass ich dadurch noch präziser und besser bis an den Rand streuen kann, an Feldrennern, als beim ZAV. Genau. Um das Ganze aber noch genauer zu machen und noch mehr zu unterstützen, gibt es denn hier ja auch noch Border-TS, richtig? Richtig. Was ist das denn nun wieder? Ja, das nächste Wort mit TS drin, kommt man schnell mal durcheinander. Was hat es damit auf sich? Das ist jetzt unser Mittelstreuschirm. Ja. Kennt der ein oder andere vielleicht schon noch von früher. Da gab es sowas damals auch schon mal bei Düngerstreuern. War da aber in Anführungsstrichen nur ein einfacher Schirm. Ja, sieht erstmal aus wie ein Limiter. Ja, genau. Aber wenn du mal hier reinguckst, können wir das mal hochklappen. Hier ist noch ein Blech reingekantet. Ja. Also hiermit... Den schwenken wir runter, wenn er aktiviert ist, fahren einmal ganz außen um unser Feld herum, also nicht mehr durch die Fahrgasse, sondern wirklich die äußerste Bahn. Ja. Und dann streuen wir hier den Dünger, der rieselt dann hier runter. Ja. Eben durch dieses gekantete Blech wird der Dünger nochmal verlangsamt und alle Energie genommen. Und dann streuen wir den Dünger genau hier auf die Grenze und ein Stück noch ins Feld. Um eben gerade bei größeren Arbeitsbreiten auch wirklich die volle Düngermenge wie mit der Pflanzenschutzspritze an die Grenze zu bringen. Ja. Und fahren dann durch unsere normale Fahrgasse nochmal mit Auto-TS und haben dann wieder wie im Feld zwei Dreiecke und die komplette Menge bis an der Grenze. Das ist auf jeden Fall ein Punkt, den ich gerne haben würde, neben Headland Control, wo wir gleich noch drauf kommen, den wir leider beim ZAV ja nicht nachrüsten können. Hier stellt man aber sonst ja noch ein, wie weit ich von der Feldgrenze wegbleibe sozusagen, ne? Genau, ich habe es ja gerade schon gesagt, manche denken, sowas gab es früher schon mal. Ja. Hier ist jetzt das Innovative, dass das Ganze auch in die Software integriert ist. Ja. Sieht ein bisschen aus wie nur ein Schirm, aber ist eben auch relativ intelligent. Wir haben hier 1, 2, 3. Das bedeutet ungefähr Abstand in Metern. Das heißt, wenn ich den jetzt mal so auf 1,5 stelle, fliegt der Dünger ziemlich genau hier bis an unsere Schleppergrenze. Ja. Wenn wir jetzt aber mal eine Hecke oder unseren kompletten Acker ist eine Hecke oder wir wollen vielleicht mit einem Rad auch schon auf dem Weg fahren, können wir den entweder weiter runter oder weiter hochstellen und das ein bisschen an unsere Fahrweise anpassen. Okay. Und das Ganze wird dann ins Terminal übertragen und daraus errechnet das Terminal dann den Aufgabepunkt. Ja, das ist schon wild, ey. Aber die andere Seite hier, die ist jetzt wieder noch ein anderes Feature, ne? Das hat damit jetzt in erster Linie dann nichts zu tun. Genau, das ist jetzt ja marketingmäßig voll ausgestattete Maschine. Das ist ein Beetstreuschirm, primär für Sonderkulturen, um eben in Beeten zu streuen und nichts hinter der Maschine. Ja, werde ich jetzt in dem Fall nicht nutzen. Nee. Aber auf jeden Fall eine geile Sache. Und während der dann im Einsatz ist, wäre dann diese Streuscheibe sozusagen auch aus. Ne? Dann würde er quasi nur aus einem Trichter rauslaufen, nur die linke Scheibe betreiben und damit dann alles machen und nach innen dann halt nochmal reinschmeißen. Ne? Genau. Ja. Hier oben ist ein kleiner Sensor. Im Endeffekt kennt man es ja, ist nichts Besonderes. Der erkennt dann, dass der Schirm aktiviert ist und dann geht die rechte Streuscheibe auch gar nicht mehr auf, dass wir da nicht aus Versehen Dünger irgendwie in die Hecke oder ins Gewässer streuen. Ja, okay. Ja, geil. Jetzt fehlt hier aber ja noch was. Wir haben ja hier diese Sensorik, die bereits oder das bereits angesprochene Argus Twin. Ja. Wie spielt das da jetzt nochmal rein? Also ich kann ja jetzt schon Aufgabepunkt, Streuscheibengeschwindigkeit und so weiter alles anpassen. Was macht das jetzt noch zusätzlich? Genau, unser, wie du schon gesagt hast, Argus Twin System. Das sind in Summe 14 Radarsensoren, die online das Streubild quasi abtasten und somit bei wechselnden Düngereigenschaften das Streubild immer korrigieren und optimieren. Ja. Ich denke mal, wir kennen es ja alle, gerade die letzten zwei Jahre, Dünger ist sehr heterogen geworden. Ich habe vielleicht drei LKWs oder liegen in der Halle. Ja. Es ist alles Kalkamon, aber der Dünger ist total verschieden. Ja. Und jetzt fülle ich ihn hier ein und jetzt kann es sein, ich stelle meinen Streuer ein, es passt auch alles, aber das ist vielleicht ein Hektar später, eine Tonne später, sich der Dünger im Streuer geändert hat, weil es eine andere Charge ist und anderer Dünger verhält sich anders. Das würde jetzt das Radarsystem erkennen und eben das Aufgabepunktsystem des Streuers dauerhaft anpassen,
sodass wir immer die optimale Wurfrichtung des Düngers haben und unsere gleichmäßige Verteilung. Ja, das heißt, ich habe ja meine Easy-Check-Matten, mit denen ich ja sozusagen immer mit jedem neuen Dünger einmal das Streubel kontrolliere. Und wenn ich das dann in der App eingebe, beziehungsweise die Daten dann halt für meinen Streuer kriege, dadurch kalibriere ich dann auch quasi schon das Argus-Twin sozusagen. Also ich muss das nicht nochmal separat kalibrieren oder sowas dann, ne? Genau, also wie halt, im Idealfall ist es ja sowieso immer das Beste, auch einmal die Querverteilung auf dem Feld mit Matten oder Schalen zu prüfen, weil wir ja, ja, wie schon gesagt, Dünger heterogen ist. Und so kalibrieren wir es dann auch einmal. Wir fahren einmal unsere Matten ab, sagen damit dann dem System, das ist die optimale Wurfrichtung, das müssen wir ihm ja einmal sagen. Und dann macht das System einfach gesagt nichts anderes, außer dauerhaft jede Sekunde oder mehrmals pro Sekunde Easy-Check. Und dann prüft er im Prinzip, wo jetzt hier genau sozusagen der Dünger dann die Scheibe verlässt, ne? Oder wie funktioniert das dann genau? Genau, also wir haben ihm jetzt gesagt, wir haben die perfekte Querverteilung, wenn der Dünger hier die Scheibe verlässt. Ja. Das erkennt dann der Sensor, alles ist super. Ja. Das habe ich ja schon gesagt, du bist vielleicht mit deinem Radlader dreimal durchs Düngerkorn gefahren, durchs Düngerlager. Er ist deutlich rauer geworden. Kann sich jeder vorstellen, rauer Dünger braucht natürlich länger, um hier drüber zu gleiten. Ja. Heißt, dein kaputtgefahrener Dünger, sage ich jetzt einfach mal, würde hier die Streuscheibe erst verlassen. Ja. Und wir hätten natürlich Streifen im Acker. Ja. Die typische Streifenkrankheit. Das erkennt jetzt der Sensor. Ja. Und wir können jetzt in Anführungsstrichen ganz einfach das Aufgabepunktsystem zurückdrehen, so lange, bis dieser Sensor wieder den Dünger erkennt und wir wieder eine optimale Verteilung haben. Das ist schon wild. Und wieder ein Vorteil von der Aufgabepunktverstellung. Genau. Und wie oft prüft er das? Was sagst du? Wie oft pro Sekunde, weiß ich nicht. Also mehrmals pro Sekunde? Ja, also ist ein Radarsensor. Ja, ist heftig. Wie hochfrequent er das jetzt misst, weiß ich nicht. Aber mehrmals pro Sekunde. Dauerhaft. Ja, und genauer geht's ja dann auch nicht. Also wäre, als wenn du permanent über die Easy-Check-Matten fährst sozusagen dann, ne? Genau, einfach gesagt und, kann man das so sagen. Ja. Es gibt das System ja auch von einem anderen Hersteller, weiß ich auf jeden Fall. Der hat, glaube ich, die Radarsensoren unterhalb und auch deutlich mehr Sensoren. Das macht aber keinen Unterschied, oder wie muss man das verstehen? Genau. Es gibt noch einen Mitbewerber, der das auch verbaut hat. Wir haben es jetzt bei uns oberhalb der Streuscheiben angebaut. Ja. Einfach, weil damit es hier schön geschützt ist, auch wenn ich den mal abstelle. Und natürlich, damit hier kein Dünger drauf fällt. Ja. Man kennt es ja, so eine Maschine wird ja auch staubig. Ja. Und deswegen haben wir uns eben dazu entschlossen, den über der Maschine anzubauen, ist einfach ein bisschen anders gelöst. Okay. Ja, wo du gerade von verschiedenen Dünger sprichst oder von der verschiedenen Beschaffenheit, fehlt jetzt eigentlich nur noch eine Schüttelbox von Amazon, ne, die dann beim Streuer mit dabei ist. Ja, genau, haben wir natürlich nicht. Dafür haben wir unsere MySpreader-App. Ja. Da wirklich am besten kann ich immer nur jedem empfehlen, genau den Dünger suchen, den man hat. Also auch den richtigen Hersteller und Markennamen. Dann ist man da eigentlich bestens gerüstet, weil die Hersteller schicken oder wir arbeiten zusammen mit den Düngemittelherstellern. Die schicken uns auch immer jedes Jahr ihren Dünger. Wir streuen ihn in unserer Streuhalle ab und die Ergebnisse sind dann in der App. Mhm. Und was ich wirklich jedem wärmstens empfehlen kann, es gibt auch die Möglichkeit, eine 5-Kilo-Probe von seinem eigenen Dünger zu uns zu schicken. Ja. Das ist komplett kostenlos, also einfach abpacken, sicher verpacken und mit der Post zu Amazone. Findet man im Internet. Und dann analysieren wir wirklich euren Dünger, der im Lager liegt. Und man kriegt schon die Einstellung und ist damit eigentlich dann schon mal bestens gewappnet. Ja. Und hat vielleicht schon mal den Faktor, dass er dreimal beim Landhandel und mit dem Schiff transportiert wurde, raus und hat die Einstellung für seinen Dünger in der Halle. Und ein Schritt zuvor wäre ja sonst noch mal Easy Mix, ne? dass man ja angucken kann, welche Dünger sich miteinander mischen und verteilen lassen zum Beispiel. Ist korrekt, oder? Ja, genau. Also bei EasyMix geht es ja darum, es werden ja teilweise auch Mischdünger eingesetzt. Und das kann sich ja jeder vorstellen, ein Kali, der sehr rau ist, streut natürlich ganz oder fliegt ganz anders als ein Harnstoff. Mhm. Und mit EasyMix haben wir die Möglichkeit, in der App zu schauen, welcher Dünger ist überhaupt mischbar. Ja. Also lässt sich mit einem Streuer streuen. Und wenn er dann mischbar ist, errechnet EasyMix automatisch quasi die optimale Einstellung für beide Dünger. Sodass wir die auch optimal ausbringen können. Ja, Johannes, auf jeden Fall ein ganzer Haufen an neuer Punkte, neuer Features, anderer Features, die hier an dem Streuer vorhanden sind im Vergleich zu unserem. Eine abschließende Frage von außen habe ich noch. Hier steht ja auch Profis Pro Hydro dran.
Ich bin da zwar schon mal in irgendeinem Video zu eingegangen, dass unser ZAV halt auch hydraulisch angetrieben ist, die Streuscheiben und so weiter und so fort. Auch, glaube ich, schon mal was Profis Pro in etwa beinhaltet, was ihr aber ja anders zum Wettbewerb auf jeden Fall macht, dass ihr zwar auch hier Wiegetechnik in dem Streuer drin habt, diese aber auch nutzt, um damit halt die Schiebereinstellung anzupassen. Ist das richtig? Also, vielleicht kannst du das noch mal ein bisschen im Detail erklären, weil das ist ja eine Mischung aus Flow Control und alles. Vielleicht kannst du das noch mal kurz abreißen, wie das funktioniert. Genau. Also, Profis Pro. Profis heißt ja bei Amazon schon seit vielen, vielen Jahren die Wiegetechnik. Ja. Da sind wir ja auch bekannt für. Das heißt, wir haben hier vorne, kann man glaube ich auch ganz gut sehen, unseren Wiegerahmen. Ja. Und damit messen wir dauerhaft, wie viel Dünger geht aus dem Streuer raus. Mhm. Also alle 25 Kilo wird der Streuer neu eingestellt. Ja. Um quasi online exakt die Menge auszubringen. Ja. Dafür Profis. Ja. Habt ihr in eurem Streuer auch. Ja. Und jetzt hier das Pro heißt eben die Kombination mit der Drehmomentmessung. Ja. Drehmomentmessung hat bei uns den Eigennamen Flow Control, wie du schon gesagt hast. Ja. Und was bedeutet das? Die Waage guckt also alle 25 Kilo, ich halte die Auszugmenge exakt ein. Ja. Und die Drehmomentmessung schaut dann zusätzlich rechts und links, also seitenunabhängig, ja, ob auch aus beiden Scheiben, aus beiden Schiebern gleich viel Dünger rauskommt. Und das ganze System, das ist eben das Alleinstellungsmerkmal oder das Besondere, dass sie sich dauerhaft gegenseitig kalibrieren, ja, beziehungsweise die Waage, die Drehmomentmessung kalibriert. Ah, okay. Das heißt, wir müssen nicht mehr die Drehmomentmessung exakt auf eine voreingestellte Kurve im Stillstand kalibrieren. Ja. Das passiert während der Arbeit dauerhaft durch die Waage. Und was macht ihr am Hang? Am Hang haben wir einen Neigungssensor. Ja. Man kennt es ja, eine Waage, wenn sie schräg ist, ja, würde das Ergebnis verfälschen. Das heißt, es gibt hier einen Neigungssensor. Den nutzen wir auch dafür, was du schon gesagt hast, um den Streuer gerade auszurichten, ja, mit der Wasserwaage. Und dieser Neigungssensor rechnet das quasi raus, sodass die Waage den richtigen Wert anzeigt. Ja. Und genau. Und wenn ich dann quasi den Streuer hier mit mechanischem Antrieb per Gelenkwelle hätte oder Zapfwelle hätte, dann wäre ich da hingehend halt ein bisschen eingeschränkter dann wahrscheinlich, ne? Nee, das spielt keine Rolle. Also die Waage und auch die Drehmomentmessung hat nichts mit dem Antrieb zu tun. Es gibt beide Sachen, sowohl für den Hydro- als auch für den Zapfwellenstreuer. Alles klar. Ja, okay. Gut, du sprachst es gerade an mit der Neigung und Wasserwaage und was alles. Ich würde sagen, wir springen einmal in die Kabine und gucken uns da noch einmal kurz an, wie die Bedienung tatsächlich funktioniert. Ja, machen wir. Okay, ja, Johannes, du hast jetzt schon alles vorbereitet hier. Wir haben ja jetzt die, sag mal, für mich nicht typische Bedienung hier drauf. Normalerweise würde ich ja alles, oder fahre ich immer gerne alles übers Fan-Terminal. Wäre beim Fan-One-Bedienkonzept wahrscheinlich auch ein bisschen charmanter gewesen. Und hier haben wir es jetzt auch ein bisschen anders gelöst hier mit Amatron 4 und Tablet nochmal dazu. Aus verschiedenen Gründen, unter anderem, dass der S4 hier gar nicht alle Teilbereiten schalten kann, die der Streuer schalten könnte. Ja. Erklär einmal kurz den Aufbau bitte, warum wir uns so entschieden haben. Was sehen wir jetzt hier? Wir haben hier unser Amatron 4 Bedienterminal und jetzt eben dazu noch unsere Amatron Twin App. Das ist quasi unsere Erweiterung, mhm, dass man ganz einfach sein vorhandenes Terminal nutzen kann, um den Bildschirm zu erweitern. Ja. Wir sehen es ja schon, jetzt haben wir hier die Isobus-Bedienung, wie man es kennt. Und hier oben, jetzt auf dem Tablet, quasi die GPS-Ansicht. Mal ganz nett, natürlich auch hier. Ne? Das ist das, was die Leute doch sehen und haben wollen. Also ist mir auch ein Rätsel, wieso zum Beispiel bei Fan nicht so eine Animation mal sind, wenn der Träger angeht. Also das sind halt die geilen Features. Und du kannst ja sogar die Marke umstellen, hast du noch gesagt, ne? Genau, wenn wir jetzt hier im Terminal John Deere eingeben oder natürlich auch an die Case-Fahrer oder Deutz-Fahrer gedacht, ändert sich das Modell. Und der Streuer auch sogar, ne? Genau, der entsprechend, was wir hinten dran haben. Ja, das ist echt wild. Echt wild. Und ich frage mich auch, wieso nicht mehr Hersteller das hinkriegen, so eine Terminal-Erweiterung zu realisieren mit einem iPad in dem Fall, weil das so eine geile Sache ist. Ne? Ein iPad hast du in der Regel sowieso mittlerweile auf dem Träger, um irgendwelche Sachen zu dokumentieren. Ist eine coole Sache. Genau. Wir haben jetzt aber Isobus komplett im Schlepper-Terminal deaktiviert. Das heißt, jetzt aktuell müssten wir uns auch das Arbeitsgerät im Guide sozusagen manuell einmal anlegen, damit das für die Spurführung vernünftig passt, richtig? Genau, also es ist aktuell noch nicht möglich, ist aber ein allgemeines Isobus-Thema, dass quasi sich ein Arbeitsgerät auf zwei Terminals anmeldet. Dadurch müssen wir jetzt hier manuell nochmal unsere 30 Meter oder was auch immer anlegen. Genau, Versatz nach hinten vielleicht noch oder irgendwas dann. Genau. Aber ja, das zieht er sich jetzt nicht automatisch. Dafür hat er ja alles jetzt hier drauf.
Es wäre theoretisch auch möglich, alles nur übers Amatron 4 laufen zu lassen, ohne Tablet jetzt. Ne? Dann könnte man ja oben über die Tasten hin und her schalten. Genau. Für mich ist die Bedienung ehrlich gesagt auch neu. Ich habe das Terminal noch nie benutzt. Aber macht auf jeden Fall schon mal einen charmanten Eindruck bisher. Genau, wie du schon sagtest, sonst also geht auch super. Wir haben hier unsere Mini-View. Also wir sehen quasi auch jetzt im Arbeitsmenü unten unsere Streuparameter. Mhm. Aber ich müsste eben immer so hin und her switchen. Ja. Und das kann ich mir durchs iPad sparen. Ja. Ansonsten, was haben wir hier gemacht? Sagen, hat keine 5 Minuten gedauert. Nee. Das Terminal einfach hier in die Isobus In-Cap-Dose stecken. Mhm. Die GPS-Koordinaten vom Schlepper werden automatisch über das Isobus ins Terminal übertragen. Brauchen also nicht mehr hier oben diesen zusätzlichen Sub-D-Stecker. Ja. Und sind eigentlich schon einsatzbereit. Da ist es ja meistens, haben wir hier auch gemacht, am einfachsten dann einfach beim Schlepper Isobus komplett zu deaktivieren, damit das dann auch da bleibt. Aber die Frage ist natürlich, wieso haben wir das gemacht? Und das liegt eben an diesen Features wie Headlamp Control zum Beispiel. Das ist so das Hauptding, wieso ich mich ärgere, dass wir kein ZATS haben, ehrlich gesagt. Ja, genau, woran liegt's? Headlamp Control, habe ich ja gesagt, die Maschine kann bis zu 128 Teilbreiten schalten und das Ganze in Parabelform. Man sieht es ja hier oben auf dem... Ja, auf dem Video wird es wahrscheinlich so aussehen wie ein orangener Balken. Genau, ist es aber gar nicht. Haben wir hier 128 Teilbreiten. Ja, schon heftig. Und ja, da kann sich jeder vorstellen, das braucht natürlich enorm viel Rechenleistung. Mhm. Zum einen wegen der Anzahl, aber auch wegen dieser Parabel, weil der jeder einzelne Punkt einen eigenen An- und Ausschaltpunkt hat. Und das kann eben nicht jedes Terminal realisieren und deswegen haben wir uns jetzt hier dafür entschieden, eben auf das Amatron zu gehen. Ja. Und eben, du sagtest ja schon, der Hauptgrund, das sehen wir vielleicht später nochmal, wenn wir auch wirklich im Feld arbeiten, kennt ja bei Section Control jeder oder das Problem bei Düngetechnik allgemein, ganz egal welcher Streuer, wir streuen ja die halbe Arbeitsbreite hinter die Maschine. Mhm. Heißt 30 Meter, du wirfst mindestens 15 Meter nach hinten. Mhm. Das heißt, jetzt hast du dein Section Control, aber du erreichst gar nicht deinen Ausschaltpunkt, sondern müsstest über die Fahrgasse fahren, nochmal rückwärts um eine Kurve. Ja, hat vielleicht auch der ein oder andere schon in meinen Videos gesehen, weil das wirklich mit dem ZAV mal sehr knapp bemessen ist. Und sagen wir so, je schmaler die Arbeitsbreite wird, desto kritischer ist es ja eigentlich. Ne? Genau. Und eigentlich ist es dann so, dass man schon ein Stück über die Fahrgasse rüberfahren müsste, dass er vernünftig ausschaltet. Ja, ist halt immer nicht ganz so optimal. Unter Umständen, wenn es ganz schwierig ist, kann man es ja sogar dann im Bestand nachher sehen. Ja. Wenn es richtig massiv ist, sage ich mal. Und da kommt ja dann das Headlamp Control ins Spiel, wofür die Rechenleistung auch bei dem Träger auf jeden Fall nicht reichen würde. Genau, und eben das Problem hat jeder Streuer, jetzt egal welcher. Und da haben wir jetzt eben Headlamp Control, können wir hier im Terminal mal schauen. Nutzen wir bei der ersten Umfahrung, also wenn wir außen das erste Mal außen rumfahren, haben wir beispielsweise jetzt rechts unser Grenzstreuen aktiviert. Und jetzt haben wir hier diesen neuen Knopf, kann ich jetzt mal drücken. Und wir sehen, hier oben gleichzeitig ist jetzt auf einmal die Form der Streuniere hat sich geändert. Und er ist jetzt streut deutlich weiter zur rechten Seite. Und so habe ich dann meine bearbeitete Fläche viel weiter innen liegen sozusagen im Feld. Und er kann dann früher ausschalten und später anschalten sozusagen am Vorgewende dann, ne? Genau. Ich erkaufe mir quasi, das ist düngersortenabhängig, 5 Meter, vielleicht auch 6, 7 Meter, hängt immer von ab. Okay, also diese Länge kann ich nicht beeinflussen, nicht anpassen, das errechnet er sich dann quasi im Hintergrund. Genau, also das errechnet ja unser Düngeservice quasi anhand der Parameter, was da möglich ist, errechnet dann der Streuer und wie du schon siehst, kannst du dir ja vorstellen, jetzt hast du eben hier diese 5 Meter. Ja, das ist geil. Das ist richtig geil. Und dass der das in Echtzeit so auch umrechnen kann. Ja, und das ist eben krass. Der Punkt. Während der Fahrt per Knopfdruck ändern wir ja die Arbeitsbreite vom Isobus-Anbaugerät, also im Task-Controller. Und das erfordert natürlich immens viel Rechenleistung. Und es ist quasi abhängig davon, auf welcher Seite ich jetzt, ob rechts oder links, ich Rand-, Grenz- oder Grabenstreuen anschalte. Wenn ich dann die Taste drücke, macht er automatisch auf der gegenüberliegenden Seite dann das Headlamp Control. Okay, ja, gut, ist auch einfach gehalten. Ja. Wir haben nur eine Taste, weil es funktioniert natürlich immer nur auf der gegenüberliegenden Seite. Das macht er dann automatisch. Und natürlich in der Parabelform jetzt auch viel praxisgerechter als zuvor mit einem geraden Boom, sage ich mal. Kann ich mir schon vorstellen, dass das exakter schaltet alles. Ne? Also auch wenn man den Streuer direkt am Terminal angeschlossen hat, zeigt er auch die Parabel an. Allerdings nicht mit der Anzahl an Teilbreiten, weil der Träger das eben nicht hergibt. Und aber bevor es da irgendwelche Probleme rechenleistungstechnisch gibt, machen wir es jetzt halt so.
Die Bedienung an sich auf dem Amatron sieht ja sonst eigentlich auch genauso aus wie bei uns beim ZAV, außer dass da ein paar Sachen noch jetzt hinzugekommen sind. Genau, also es ist erstmal auf den ersten Blick dasselbe Layout. Hier oben sehen wir vielleicht gleich, das gibt es beim ZAV aber genauso, wenn man den Neigungssensor hat, hier die Wasserwaage, sodass wir jetzt einfach mit unserem hydraulischen Oberlenker die Neigung einstellen. Ja, natürlich ein paar neue Tasten, jetzt hier um den Windsensor manuell aus- und einzufahren, geht aber eigentlich auch automatisch. Wenn die Streuscheiben an- und ausgehen, ja. Ja, nicht, dass wir hier unter dem nächsten Baum hängen bleiben. Was man auch sieht, jetzt hier oben, ist die Ansicht der Waage. Die kennst du, die hat dein ZAV auch. Das kenne ich zum Beispiel nicht. Hier oben, sieht jetzt hier ein bisschen anders aus, weil wir Flow Control haben. Ach so. Aber beim ZAV ist hier oben quasi die Waage, Wiegeansicht. Können wir jetzt hier mit einem Klick wechseln und jetzt sind wir in der Windkontrollansicht. Und wir sehen schon, wir haben aktuell 7, 8 kmh oder Meter pro Sekunde, ich weiß gerade nicht, was wir haben. Kmh eingestellt, ja. Haben also gerade unsere 5 kmh Wind und er springt jetzt hier ein bisschen hin und her, weil wir nicht fahren. Wenn wir fahren, rechnet er automatisch die Geschwindigkeit raus und wir haben jetzt hier Geschwindigkeitssignal vom GPS und das, weil wir jetzt gerade stehen, springt es ein bisschen. Deswegen dreht er da gerade ein bisschen hin und her. Und dann würde der Pfeil auch die Farbe verändern in diesem Ampelsystem? Oder wie muss ich das verstehen? Richtig. Das heißt, jetzt wäre noch alles im grünen Bereich? Nee, weil wir nicht regeln. Also wir fahren ja gerade nicht. Ach so, okay. Jetzt ist der Schieber zu. Ah, alles klar. Er weiß ja gerade gar nicht, was er eigentlich machen soll. Also wenn ich reinweg auf dem Feld stehe, den Lümmel ausfahre, dann würde er mir dann immer grün anzeigen. Und sobald ich aber streue, wechselt er dann. Alles klar, okay. Wenn die Schieber geschlossen sind, zeigt er noch nichts an. Aber jetzt bei dem Wind würde problemlos funktionieren. Also das würde ich. Also ich würde auf jeden Fall nicht mehr losfahren. Ja, also ich würde jetzt mit Windkontroll. Ohne Windkontroll meine ich jetzt, ne? Würde ich auf jeden Fall nicht mehr losfahren. Ja, leider ist heute zu nass, dann könnten wir es mal ausprobieren. Ja. Aber genau. Rechts und links neben Streuer, das ist auch neu. Genau, das hast du am ZAV natürlich nicht. Das ist das Einleitsystem, was hier aussieht wie so ein kleiner Tacho. Ja. Zeigt mir im Endeffekt ein, wo steht gerade unser Einleitsystem. Ach so, okay. Wird jetzt so, würde ich sagen, bei 30, 40 Grad stehen. Wie gesagt, wir können 60 Grad regeln, 0 bis 60. Und das zeigt er mir da an. Ja, okay. Ansonsten, vieles vertraut. Unsere Leermeldesensoren rot, ist ja gerade leer, der Streuer. Ja. Ausbringmenge, Streuscheibendrehzahl, Teilbreiten. Jetzt hier der Pfeil zeigt mir, dass Headlamp-Control an ist und rechts Grenzstreuen. Wo du da Teilbreiten sagst, ich kann aber immer nur blockweise dann die Teilbreiten wegschalten, also nicht die einzelnen 128. Nee, das ist genauso wie bei der Pflanzenschutztechnik. Du willst ja nicht 128 genau, mal auf Knopf drücken. Genau. Manuell sind wir auf 16. Okay, gut. Aber den Streuer fährt man ja eigentlich nicht mehr manuell. Nee. Wir können ja jetzt hier, wie gesagt, hier. Ja, was wir ja noch gar nicht angesprochen haben, ist ja auch das Curve Control. Genau. Käme ja dann auch. Ich weiß, ist das hier jetzt schon mit drin oder nicht? Also es wurde ja zu Agitechnica präsentiert, wird wahrscheinlich dann ja erst in 2 Jahren oder so wahrscheinlich serienreif sein, schätze ich jetzt einfach mal. Und dann würde er sich ja sogar noch bei der Kurvenfahrt, wie man es ja auch von Spritzen teilweise schon kennt, ja auch anpassen, ne? Dass er innen ein weniger Streu, außen mehr oder wie auch immer das genau funktioniert. Genau. Und das ist auch schon krass, dass das funktioniert, ne? Weil das trifft ja eigentlich so bei so einem Streuer auch immer zu, dass du durch Kurven irgendwo fährst. Und wenn es nur ein bisschen ist, man kann sich ja vorstellen, wie das vor allem bei den 15 Meter oder wie auch immer da hinten, was das für eine Auswirkung hat dann, ne? Genau, Curve Control, man kennt es ja schon von der Pflanzenschutzspritze oder auch von Sämaschinen kennt man es ja schon. Ist beim Düngerstreuer natürlich deutlich komplexer, weil wir eben diese Parabel haben und diese 15 Meter hinter der Maschine sind. Aber wie du schon gesagt hast, da arbeiten wir aktuell dran. Kann ich jetzt hier leider noch nichts zeigen. Da müssen wir, wie du schon sagtest, irgendwann nochmal wiederkommen. aber wie gesagt, das ist gerade in Entwicklung. Ja. Um das nochmal weiter durchzugehen, die anderen Tasten kennen wir auch, Befüllmodus, auf 100% stellen und so weiter. Wenn du auf Befüllen nochmal raufgehst, dann müsste dann ja jetzt noch, was genau, das meinte ich, da kann man ja jetzt wie bei der Prezea den Wert vorgeben, wann er denn mit den Arbeitsscheinwerfern blinken soll, ne? Richtig, also jetzt sagen wir wollen nur noch 800 Kilo einfüllen für den letzten Schlag. Jetzt, wenn man aus dem Fenster gucken könnte, würden wir jetzt sehen, die Lampen, da spiegelt es ein bisschen, ja, dann ja, Steuer, blinken jetzt langsam.
irgendwann kurz vor Erreichen blinken sie schneller und dann... Bei unserem ZAV kann man sogar die Kraftheber so weit runterlassen, dass man noch rüber gucken kann und auf dem Terminal, wenn man sich's groß macht, das Gewicht sehen kann. Dann kann man sogar aus dem Teleskop leider etwa einschätzen, wie voll der ist. Aber die das Zeiten ist bei dem einmal hier natürlich, das ist vorbei. Ja. Also die da Zeiten ist sowas dann natürlich echt charmant. Ja, genau. Ja, ich sage mal, ist ein Feature, ist ein cooles Feature. Genau. Und rechts die Taste ist auch neu. Genau, die gäbe es für deinen ZAV aber auch. Das ist quasi, um die Online-Waage zu pausieren. Hat eigentlich nur einen einzigen Anwendungsfall, wenn man mit einem Düngerwagen fährt. Hat der ein oder andere vielleicht schon mal gesehen, gibt es auch viel im ostdeutschen Raum, dass ich quasi meinen Düngerwagen habe. An dem hängt der Streuer und befüllt während der Arbeit mit Schnecken den Streuer. Da kann ich dann ganz einfach quasi kurz die Waage pausieren. Dass er nicht durcheinander kommt. Dann. Während der Fahrt nachfüllen, weil sonst wird er durcheinander kommen, wenn der Streuer voller wird. Okay. Gut. Ansonsten. Das hatten wir schon. Hier das Licht nochmal manuell einschaltbar. Wieso ist das mit verschiedenen Symbolen gekoppelt? Was bedeutet das? Also Automatik heißt, Licht geht an und aus, wenn die Streuscheiben sich drehen. Ja. Wenn du nachts arbeitest, quasi, wenn du fertig bist auf dem Feld, an, aus. Das ist manuell anschalten und das ist manuell Wartungsbeleuchtung. Okay. Also gerade die Tankbeleuchtung willst du ja vielleicht auch gar nicht immer haben, weil es sich spiegeln kann in der Rückscheibe. Können wir mal anschalten, quasi Licht an im Tank, Streuscheibe an. Okay. Und kann man eben auf Automatik legen, dann geht es automatisch. Aber das ist immer mit dem Tank gekoppelt, das geht dann mit an. Genau, Tank und Wartung hinten ist gekoppelt und eben die wichtigste, die Arbeitsbeleuchtung. Und das heißt, wenn ich das anmache, habe ich und eine Befüllmenge eingebe, habe ich Tankbeleuchtung an und dann wäre außen erstmal aus, bis ich einen gewissen Befüllgrad erreiche und dann würden die blinken. Ja genau, das würde ja dann übersteuern, weil sonst sind es ja nicht. Genau. Oder blinkt die Innenbeleuchtung dann auch mit? Nee, es blinken nur die beiden äußeren. Okay. Nö, also hier können wir, wie gesagt, manuell die Teilbreiten wegschalten, dann natürlich nur noch 16 Stück und nicht die 128 und über die Automatikfunktion dann 128. Was ich auf jeden Fall schon mal sehr charmant finde, ist die Wasserwaage da drin. Weil in der Regel fährst du auf den Hof oder zum Landhandel oder sowas, lässt den Streuer eben runter, Oberlenker ein Stück ran, damit er gerade ist, füllst ihn mal nach, hebst ihn wieder aus und steigst einmal wieder ab und guckst, ob er jetzt in Waage ist oder auf dem Feld dann ja auch nochmal, der Tränker ein bisschen einsackt. Das ist natürlich schon eine charmante Sache, ne? wenn du das da direkt einsehen kannst. Und das passt ja auch sehr gut. Ne? Gibt ja auch eine Warnmeldung aus, wenn er zu schräg ist oder auch schief steht oder sowas? Nee, also das ist wirklich nur für mich zum Einstellen. Und du solltest ja auch, dass der Winkel ja auch recht egal ist, mehr oder weniger. Also nicht egal, aber... Ja, also ich will jetzt hier nicht sagen, achte da nicht drauf. Aber er kann schon ein bisschen variieren. Es ist nicht mehr wie früher, wo ich wirklich es perfekt machen muss. Ich will jetzt hier auf keinen Fall sagen... Nein, verstehe ich schon. Ist auch logisch. Aber wir sind da relativ unempfindlich. Ja, okay. Ja, vielen Dank erstmal, Johannes. Wie ich schon sagte, schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr zu einzelnen Punkten nochmal etwas sehen möchtet, wenn ihr das in einzelnen Videos haben möchtet, wenn Johannes vielleicht nochmal was vorstellen soll oder ob wir das in Kombination machen sollen oder wie auch immer. Und abschließend hätte ich noch zwei Fragen. Einmal preistechnisch, wie ist der ZA, also genauen Preis kannst du natürlich hier nicht sagen, aber der ZATS zum ZAV, was muss ich da mehr kalkulieren in gleicher Ausstattung? Oder was heißt gleiche Ausstattung? Also wenn ich jetzt den gleichen Steuer nehme mit Headland Control und Border TS, weil das sind ja die interessanten Punkte für mich, auf jeden Fall in erster Linie. Müsste ich tatsächlich jetzt nachgucken, kann ich jetzt so wenig nicht sagen. weil sind eben da nicht mehr vergleichbar. Ja, okay. Das sind ja komplett andere Maschinen. Okay. Ja. Und wo siehst du diese Größe von Streuer? Weil das sind ja nur 5000 Liter, über 5 Tonnen Kali auf jeden Fall, wahrscheinlich auch 5 Tonnen Kalkamonsalpeter, bei Harnstoff ist ja, was ist das, 0,7, 0,8 oder sowas, da sind wir natürlich ein bisschen geringer. Bei dem Trecker haben wir hier 14 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht, können irgendwo, ich meine, 6 Tonnen in etwa, je nachdem, ranpacken. Wenn wir jetzt eine Tonne vorne drin haben, vielleicht anderthalb, dann können wir so ja schwierig auf jeden Fall fahren. Geschweige denn, dass es wahrscheinlich sowieso nicht so schön zu fahren geht. Wahrscheinlich ist es dann eher was mit großen Kisten, wo man auf dem Acker ist, wo man einfach am Feldrand direkt überlädt oder sowas. Ne? Oder wo seht ihr die Maschine? Genau, also ganz wichtig, wir haben zwar 5000 Liter, Nutzlast sind 4,5 Tonnen, müssen wir einfüllen. Es ist also diese 5000 Liter Maschine jetzt primär die Harnstoffmaschine. Ja. Gerade bei den Großbetrieben wird ja primär mit Harnstoff gestreut, hat ungefähr eine Dichte von 0,7, also wiegt nichts mehr oder weniger.
Und da war natürlich der alte mit 4.300 Liter nie ausgelastet. Mhm. Und da haben einfach aufgrund der immer kürzeren Witterungsfenster die Betriebe gesagt, wir wollen mehr Schlagkraft. Und ja, mit Harnstoff kannst du jetzt deine 5.000 Liter problemlos mitnehmen. Mhm. Kali, bitte nicht vollmachen. Ne? Aber man wundert sich, er läuft auch in kleinstrukturierten Gebieten, weil ich spare mir ein bisschen von der Feldlogistik. Ich kann auf dem Hof einmal voll machen, habe direkt meine 5.000 Liter Harnstoff mit dabei. Klar, mit dem Trecker geht's, aber man muss ja auch, wenn man da jetzt wirklich legal unterwegs sein will, mit der Hinterachslast gucken. Ja, ich habe die Leergewichte auch noch gar nicht verglichen, ehrlich gesagt. Ich weiß gar nicht, wo die liegen. Müsste man sowieso dann nochmal auf die Waage fahren, sich das Ganze nochmal angucken, wo ihr überhaupt Achslast technisch liegt und was wir da dann reinschmeißen können. Ja, er wird primär, da drüben steht ja auch ein 9er Fan. Also da passt er schon super hinter. Ja, dann sieht es auch ein bisschen vernünftiger aus von den Größendimensionen. Ne? Genau. Cool. Alles Weitere dann in den nächsten Videos aus dem Einsatz und so weiter und so fort. Und ansonsten hoffe ich, euch hat das Video gefallen, dass ihr ein bisschen was mitnehmen konntet. Schreibt Fragen gerne in die Kommentare. Ich leite die auch gerne an Johannes weiter. Und ja, Johannes, vielen Dank, dass du da warst. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao. Jo, tschüss auch von meiner Seite.